Hallo, heute möchte ich dir drei Methoden vorstellen, wie du Haare sticken kannst. Für die erste Methode schneiden wir erstmal ein paar Fäden zurecht. Dafür nehmen wir ungefähr die doppelte Länge der Haarlänge, die du später haben möchtest. Und ja, wie gesagt, schneide dir schon mal ein paar zurecht, du wirst eine ganze Menge Fäden brauchen. Dann werden alle Fäden einzeln aufgefädelt, also wirklich die einzelnen Fäden, auch wenn es viel Arbeit macht, das sieht besser aus. Und dann ungefähr mit 1 Zentimeter Abstand an der Linie, die quasi die Kopfform ausmachen soll, später ein- und wieder ausgestochen. Dann die beiden Enden müssen in etwa gleich lang sein. Also auf den Millimeter kommt es nicht an, aber auf den Zentimeter schon näher. So, der nächste Faden und alle darauffolgenden Fäden werden immer ungefähr ein Loch von dem Stoff weiter versetzt. An beiden Seiten, also sowohl der rechts als auch links. Und dann geht es immer weiter. Wenn du die oberste Linie quasi oder die erste Linie geschafft hast, lohnt es sich an der oberen Linie noch einmal eine zweite Linie zu setzen oder eine zweite Reihe mit Fäden zu setzen, damit oben das Haar einfach ein bisschen voller aussieht und nicht so, ja, nicht so dünn wirkt, ne? Dann steht das Haar auch noch ein bisschen besser ab und man hat wirklich keine kahlen Stellen, falls man wirklich. Also falls man vielleicht nicht ganz so eng die Fäden beieinander gesetzt hat. So, wie man sieht, kann man damit jetzt alles Mögliche anstellen. Von der Hochsteckfrisur bis zum Zöpfchen. Und ja, wichtig bei dieser Methode ist auf jeden Fall, dass die Haare wirklich fixiert werden müssen am Ende, denn sie sind halt wirklich nur durch den Stoff durchgezogen. Das heißt, wenn jemand oder wenn aus irgendwelchen Gründen wieder an einem Faden gezogen wird, dann ist der halt einfach raus. Also irgendwie durch Zöpfe oder sonst was in Position bringen und dann am Ende wirklich den Zopf verschließen mit einem Fädchen oder irgendwas. So, für die zweite Methode nehmen wir einfach mal mehrere Fäden und zwar so 4 bis 6 Fäden nehme ich jetzt von diesem dünnen Stickgarn. Wenn man Wolle nimmt, dann reicht auch ein Faden, denke ich. Das je nach Stärke der Fäden ist das ganz sinnvoll. So, die werden genau auf die Länge geschnitten, die die Frisur oder die Haare später haben soll, plus noch die Menge an Faden oder die Länge an Faden, die man braucht, um einen Knoten hinten reinzumachen. Das sind vielleicht ja 2 Zentimeter, 1 Zentimeter. Ausprobieren hängt auch ein Stück weit von der Dicke des Fadens an. Also ich habe jetzt hier einfach 2 Zentimeter plus gerechnet, weil abschneiden geht immer noch, aber rankleben ist schwierig. So, dann wird der Faden immer Knoten hinten dran und einmal von hinten durch den Stoff durchgezogen. So, das hat den Vorteil, dass hinten die Haare halt wirklich fest drin sind. Wenn der Knoten zu dünn sein sollte, kann es natürlich passieren, dass der Faden durchrutscht. Da solltest du dann auf jeden Fall mehr Fäden nehmen. Dann sind die Fäden einfach zu dünn für den Stoff. So, das Ganze geht durch die Knoten nicht ganz so schnell, wie man meinen sollte, weil man ja mehrere Fäden benutzt. Aber hier auch wirklich wieder dicht an dicht setzen, sonst ist es zwischen den Strähnchen einfach zu viel Platz. Und dann sieht es einfach dünn aus. So, immer weiter rum. Wie gesagt, dauert eine ganze Weile. Aber ich finde, es lohnt sich. Auch hier ist es ganz wichtig, die Haare wieder in einer Frisur zu fixieren, denn von hinten kann es eben doch passieren, dass es rausrutscht oder ein Knoten könnte eben rausrutschen, wenn man zu sehr dran zieht. Also auch hier, genau wie bei der ersten Methode, am besten in irgendeine Frisur oder wenn man jetzt die Haare offen haben möchte, irgendwo ein Stück weit fixieren. So, hier sieht man, habe ich einfach das sechsfädige Stickgarn so genommen, wie es aus dem Knäuel kommt und so benutzt. So geht es natürlich am schnellsten. Bei den vorherigen hatte ich einfach noch eine Menge vom Abschneiden von meinem vorherigen Experiment übrig und da deshalb die Fäden einzeln raussortiert. Also das sechsfädige Stickgarn einfach so nehmen, geht super. Aber man muss danach auf jeden Fall mit einem feinen Kamm oder irgendwas nochmal durchbürsten, weil sonst das Ganze sehr strähnig aussieht. Ne? Hier bringe ich das Ganze nochmal in Position. Und dann ist es fertig zum
Frisur machen. Kommen wir zur Methode 3. Für die dritte Methode nimmst du einen ganz langen Faden. Schau einfach, dass du so lange wie möglich, ohne dass du zu viele Knoten reinkriegst, den Faden nimmst. Denn hier machen wir Schlaufen, die dann später aufgeschnitten werden erst. Also keine kurzen Fäden vorschnippeln. So, diese Technik besteht quasi aus einer Schlaufe immer und aus einem Stich, der sie befestigt. Ne? Also wir machen jetzt hier die Schlaufe. Hier halte ich mit meinem Finger fest. Dann immer ein klitzekleines Stückchen weiter rechts rüber und in das Loch, was der vorherige Stich produziert hat. So, dann wieder ein klitzekleines Stückchen weiter rechts und in das Loch, was vorher gemacht wurde. Kann man sich ganz gut merken, wenn man erstmal drin ist, dann geht das ganz gut. So, Schlaufe legen. Die Schlaufen sollten in etwa gleich groß sein. Unten müssen sie natürlich nicht ganz so lang sein, weil Haare, wenn sie halt am Ende die gleiche Länge haben sollen, ne, müssen die in der unteren Kurve dann nicht ganz so lang sein wie oben. Aber wie gesagt, lieber ein bisschen länger als zu kurz. So, der Vorteil dieser Methode ist halt, dass die wirklich, wirklich fest sitzen dann die Haare. Also da kann man dann dran ziehen und dran zuppeln, kann man immer wieder neue Frisuren machen, das macht denen überhaupt nichts aus. Und ja, wichtig hierbei, nicht falsch rum machen, diese gestickte Linie an Stichen, die sollte wirklich nach innen zeigen, nicht nach außen. Wenn man die nach außen zeigt, dann hat man eben eine gestickte Linie als Haarlinie. Ne? Also wenn es so aussehen soll wie bei den anderen, dann sollte wirklich diese gestickte Linie nach innen zeigen. Und dann wird es am Ende dann umgeklappt und dann sieht man die nicht mehr. Hat auch den Vorteil, dass diese gestickte Linie, diese doppelten Stiche quasi, dass die nochmal den Kopf quasi ein bisschen abrunden, weil die Haare sich halt oder die Fäden sich eben erst über diese Linie drüber legen müssen und nicht direkt flach auf dem Stoff liegen dann. So, hier die letzten Stiche noch. Letzte Schlaufe. So, hier kann man nochmal sehen, wie alle drei Methoden aussehen. Oben ist die erste, links die zweite, rechts die dritte. Im Prinzip funktionieren alle, um Haare zu sticken. Also man muss halt so ein bisschen gucken, welche Methode gefällt dir am besten. Oder die dritte Methode zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich etwas hätte, wie jetzt zum Beispiel Puppenhaar oder sowas, dann muss man auf jeden Fall was nehmen, was fest bleibt, auch wenn jemand dran zieht oder irgendwas dran rumzuppeln könnte oder irgendwo hängen bleiben könnte. Dann auf jeden Fall die dritte Methode und keine von den anderen beiden nehmen. Hier sieht man auch, bei der dritten Methode habe ich halt ausschließlich das sechsfädige Stickgarn genommen und da sieht man eben, dass es sehr viel strähniger ist als das Haar der anderen. Aber das werden wir gleich ändern, wenn ich gleich nochmal mit dem Kamm durchgehe. Und spätestens ab da sieht man dann in den Haaren quasi keinen großen Unterschied mehr. Alle drei Methoden haben so ihre Daseinsberechtigung. Also wie gesagt, für manche Sachen lohnt es sich mehr, die dritte Methode zu nehmen, wenn zum Beispiel irgendwas dran ziehen könnte, wenn man Kinder hat zum Beispiel oder Haustiere, dann lieber Methode 3 nehmen, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen mehr Technik ist, die man lernen muss. Ansonsten können alle für alles andere auch benutzt werden. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Abo da oder einen Daumen hoch und schau dir doch auch die anderen Stickvideos an, die es in meinem Kanal gibt. Tschüss!